Mal wieder bin ich spät auf. Ich komme in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr zum Schlafen. Mal wieder neuer Firmenerlebnistag, der ansteht in Engelswies bei der Firma Kendrion. Ich weiß nur, irgendwas mit Magneten soll passieren. Was genau, das werden wir morgen sehen. Jungs, was hat euch denn eigentlich zur Kendrion geführt? Also ich habe 2014 an dem Programm Work at SIG teilgenommen und habe das erste Mal in die Firma Kendrion eingesehen. Habe mich dann direkt dafür interessiert, Bewerbung geschrieben und so zu meinem Ausbildungsberuf gekommen. Wir haben das von Freunden mitgekriegt und dann denkt, das probiere ich aus, weil es mir einfach interessiert. Ja, also ich kenne mehrere Bekannte hier, die hier im Unternehmen arbeiten. Außerdem komme ich hier ziemlich nah aus der Umgebung, somit kenne ich die Firma, habe mich dann hier beworben, habe auch hier mal ein kleines Praktikum gemacht für 1-2 Tage, konnte somit Einblicke in die Firma gewinnen und habe mich dann sofort überzeugt. Also wir machen nicht nur Werkstücke, die man dann irgendwie in die Vitrine stellt oder so, sondern bei uns wird arbeitet man, also im ersten Lehrjahr, klar, lernt man halt die handgeführte Werkzeuge wie Pfeile und so, aber dann darf man gleich richtig mitarbeiten, unterstützt das dritte, vierte Lehrjahr. Okay, wunderbar. Was ist denn so eure verrückteste Geschichte, die ihr erlebt habt hier während eurer Ausbildungszeit? Das Kendrion-Turnier. Okay, was ist das Kendrion-Turnier? Da treten die einzelnen Werke in Deutschland gegeneinander an. Also halt hier so Donaueschingen, Markdorf, Villingen, Schwenningen und Engelswies. Also Fußball. Ja, Fußball. Und ja. Und dann habt ihr wahrscheinlich natürlich gewonnen, oder? Hoffe ich mal. Nee, leider nicht. Nee. Was genau machst du da gerade? Gewindeschneide. Also man tut Öl ins Loch und an den Gewindeschneider. Dann nimmt man den Dorn, steckt den Gewindeschneider da durch und setzt dann vorsichtig an und macht dann immer drei Umdrehungen rein und eine halbe zurück, dass die Späne brechen. Sieht ja aus, als wäre es fertig. Was ist es denn jetzt geworden am Ende? Eine Schlüsselplatte. Das hängt man auf und kann an die Schlüssel da drüber hängen. Warum sollten sich Schüler, die jetzt gerade mit der Schule fertig werden, für eine Ausbildung bei Kendrion entscheiden? Der Vorteil bei uns in der Ausbildung ist, dass man relativ schnell praktische Tätigkeiten übernehmen kann, dass man einen Betrieb kennenlernt, dass man erstmal eine Grundausbildung bekommt und dann verschiedene Projekte übernehmen kann, die oft dann auch einen praktischen Bezug haben. Was macht den Landkreis Sigmaringen besonders attraktiv für Arbeit oder Ausbildung? Genau, also ich denke auf jeden Fall die geografische Lage, eben auch eben landschaftlich sehr schön. Man hat viele verschiedene Firmen, bei denen man sich eben in unterschiedlichsten Berufen auch integrieren kann oder eben eine Ausbildung machen kann. Das Projekt Work at SIG finde ich eine sehr gute Sache, weil man eben einfach mal einen Tag lang verschiedene Firmen anschauen kann, einfach einen kurzen Einblick bekommen kann. Und oft ist das auch die Eintrittskarte für ein Praktikum dann, eben sei es ein Schulpraktikum oder auch mal ein freiwilliges Praktikum in den Ferien. Und über diese Praktika gibt es dann oft eben auch Ausbildungsplätze oder eben auch die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz dann zu bekommen. Alles klar, dann möchte ich gerne noch die traditionelle Frage stellen, die bei jedem Firmentag irgendwann ins Spiel kommt. Wie würden Sie das Projekt Work at SIG ganz spontan in Ihren 3 Worten beschreiben? Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist sehr interessant für die Schüler. Es gibt viele Einblicke. Sie können verschiedene Firmen kennenlernen und sich dann eben auch für ihren beruflichen Lebensweg informieren. Wie? Du bist nicht beim Firmenerlebnistag dabei? Ja, dann musst du dir dieses Erlebnis für nächstes Jahr auf jeden Fall vormerken. Work at SIG 2018, die Firmenerlebnistage im Landkreis Sigmaringen. Sei dabei!